In der Tonkabine des MDR passiert heute Ungewöhnliches. Ich bekomme Besuch. Hallo. Hallo, da seid ihr ja. Hi. So, grüß dich. Hallo. Tierpfleger in einer Art fremden Umgebung. Na, was das wohl wird. Also ich würde dann sagen, heute, da gibt's was zu feiern heute, liebe Zuschauer. Genau, ich sag denn 20 Jahre Elefant, Tiger und Co. Wir Tierpfleger lüften die größten Geheimnisse des Leipziger Zoos. Und beantworten all eure Fragen. Und haben es geschafft, eine ziemlich neue und auch, ich glaube, ziemlich exotische Tierart vor die Kamera zu locken. So, jetzt geht's los. So, jetzt genau. Geht's los. Oh Mann, genau. Los. Bei Elefant, Tiger und Co. Noch Fragen? 20 Jahre Elefant, Tiger und Co. Und Sie, die Zuschauer, durften uns endlich mal Löcher in den Bauch fragen. Rund um die Sendung, die Tierpfleger und das Fernsehteam. Da sind ganz unterschiedliche Fragen rausgekommen. Zum Beispiel, wie sieht eigentlich der Dienstbeginn bei den Tierpflegern aus? Wie sieht denn das aus? Ja. Das will sie gerne wissen, ne? Ja, genau. Das ist ein Aufstehen morgen. Das ist eine Zeit, da bist du noch nicht wach. Nee, das kann sein. Oh, das ist früh morgens, wa? Das war doch ich, ne? Guten Morgen. Das musst du. Ich habe schon gemerkt, dass ich gemerkt, ja, hallo? Ich gemerkt, dass sie gefunden hat. Morgendliches Ritual an der Zoopforte. Oh, jetzt Miss Gute Laune kommt. Und Langschläfer haben hier schlechte Karten. Oh, Flo, mit dem Kaffee. Den darfst du eigentlich froh noch gar nicht ansprechen. Moin! Die 25. Oh, heute strotzt Florian Rimpler vor Energie. Ja, da wird genau festgestellt, ob er pünktlich gekommen sei. Genau. Ja, das ist aber eklig, ne? Wenn du hier runterläufst, dann also ich will nicht, dir alles auf. Ich will nicht wissen, was mir dort alles schon auf den Kopf gefallen ist. Das, für Florian geht's heute nicht direkt nach Südamerika. So. Aus aktuellem Anlass. Und nichts und niemand. So fängt der Tag doch gut an. Hält ihn da auf. Also ich bring jetzt hier hoch. Ich weiß ja nicht, was andere Leute machen. Hm. Die begleiten Florian bei seiner Mission. Na, mal gucken, was wir hier Schönes finden. Ungeahnte Schätze. Eine ganz spezielle Kiste brauche ich. Nee. Sowas Ähnliches. Der hat wohl einen Plan, der Florian. Das sieht doch eigentlich passend aus. Ja, dann nehmen wir die. Perfekt. Perfekt. So. Für die erlesene Fracht. So. 31. März, Mensch. Ja, großes Jubiläum, schönes Jubiläum. 20 Jahre Elefant, Tiger und Co. Und ihr durftet uns Fragen einschicken. Und meine Aufgabe ist jetzt, die Fragen bei meinen lieben Kollegen zu verteilen. So, in der Hoffnung, dass da die ein oder anderen Antworten rauskommen. Aber ich kann ja schon mal ein bisschen durchgucken. Wie sieht der Dienstbeginn der Pfleger aus? Tja, aber das haben wir jetzt wohl schon beantwortet. Weg damit! Und die restlichen packen wir hier in die Kiste rein. Fragen über Fragen? Na dann los. Du musst uns helfen! Das ist schön. Das geht doch, oder? Ja. Guck mal, wie schön extra für uns. Hat es so schön gemacht. Okay, was ist passiert? Ich habe hier in der Kiste ganz tolle Fragen von den Zuschauern. 20 Jahre ETC. Ja. Die durften Fragen einschicken. Ja. Und du müsstest jetzt einfach nur eine Frage vorlesen. Mhm. Dann los geht's. Die Frage lautet, verhalten sich die Tiere anders, wenn die Kameras dabei sind? Na, wir können ja mal ins Haus gehen und gucken, ob sie sich anders verhalten oder nicht, weil es ist jetzt gerade morgens, sie sind gerade alle rausgekommen und da schauen wir doch einfach mal, wie sie es machen. Na, Alex, guten Morgen und Dasa ist auch da. Hm?
Guten Morgen. Wie ihr seht, ist es für die Affen natürlich schon interessant, wenn hier gerade eine Kamera oder manchmal braucht er ja auch ein bisschen Licht, ne, damit das hier, gerade wenn wir früh oder im Winter drehen, damit alles gut ausgeleuchtet ist. Und sicherlich gucken die Affen auch mal, Mensch, wen bringt er denn da schon wieder mit und was haben die denn da für Sachen auf den Schultern? Ne? Aber dadurch, dass das ja auch nicht der erste Dreh ist, den wir im Pongoland machen, haben die Tiere sich inzwischen echt gut dran gewöhnt und sind fast genauso eine Medienstars inzwischen wie wir. Na, und Abeku lässt sich anscheinend auch nicht aus der Ruhe bringen. Von so ein bisschen Fernsehrummel. Mal bitte nicht hier gießen, danke. das stört die dann höchstwahrscheinlich schon eher, wenn es mal so ein bisschen von oben regnet aus der Galerie, weil Regen mögen Affen jetzt nicht. Ne? Und wie gesagt, der Abeku hat jetzt kurz in unsere Richtung geguckt, hat euch auch registriert. Da ihr euch aber auch schon seit mehreren Jahren kennt, ist das für die auch alles so. Naja, die sind heute wieder das Fernsehen mit da. Egal, ich muss erstmal mein Futter suchen, das ist wichtiger. Und aus dem Augenwinkel kann man immer noch mal gucken, was macht denn das Fernsehen. Aber solange die auf dem Weg bleiben, passiert ja eh nichts. Es gibt Tiere, denen ist das relativ egal. Und dann gibt es wiederum Tiere, die da extrem drauf reagieren. Die sehen das als eine Gefahr an, eine Gefahr von oben. Zum Beispiel hier bei den Erdmenschen. Speziell jetzt das Mikrofon, was jetzt hier zu sehen ist, das ist ja in so einem Windkorb verpackt. Also wenn ich mit der Angel über die Erdmenschen drüber gehen würde, würden die das vielleicht als ein Raubtier von oben irgendwie erkennen und wären verschwunden im Bau. Und für uns wäre der Dreh beendet. Nächster Stopp, ein Heimspiel, Südamerika. Florian trifft. Hallo? Florian. Guck mal. Ta-da-da-da. Hier sind Fragen drin. Okay. Ist egal welche. Du hast die Qual der Wahl. Da sind ja noch mehr. Ich dachte. Ja. So, folgende Frage von Lutz Kurze. Wird vorher besprochen, was die Tierpfleger sagen? Werden die Texte vorgegeben? Nein, uns Tierpflegern werden natürlich keine Texte vorgegeben. Alles ist immer ganz authentisch und spontan und echt. Wir dürfen immer so sprechen, wie und was wir wollen. Wir sprechen so, wie uns der Schnabel oder die Schnauze haha gewachsen ist. Bei Elefant, Tiger und Co. ist niemals etwas gestellt oder vorgegeben. Deshalb macht uns die Arbeit auch Spaß mit dem tollen Fernsehteam. Ja, so viel Spaß. Das sind ganz unkomplizierte und super Leute. Och, Leute, Witzer. Kann man nicht einfach mal normal drehen, wie wir sonst auch machen? Das geht ja gar nicht. Ich gehe mal lieber. Weiter geht's mit der Fragekiste. Guten Morgen! Ich habe hier ganz tolle Fragen von den Zuschauern. Und ihr dürft jetzt mal eine Karte ziehen. Irgendwo von da so? Gut. Okay, okay. Lea fragt, wie alt ist das älteste bzw. jüngste Tier im Zoo? Na, die sieht so aus, als hätte sie einige Jahre auf dem Buckel. Unser ältestes Tier im Zoo ist unsere Geierschildkröte. Die ist 1968 mit ca. 3 bis 4 Jahren gekommen, ist jetzt also ungefähr 57, 58 Jahre alt. So, hallo Großer. Guck mal. Ja, fein. Jetzt gibt's was zu essen. Hm? So, Nummer 1. Die Geierschildkröte. Geh erst mal wieder ins Wasser, da frisst sich's besser, ne? Wenn man den Fisch für quer nimmt. Das Urgestein des Leipziger Zoos. Ich hätte noch einen für dich. Hallo. Na bitteschön. Zeig dich noch mal in voller Größe. So. Ja. Die Jüngsten. Ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Hier sind sie drin, die Tigerschwanzseepferdchen. Gerade mal 1 Zentimeter groß, doch schon fix und fertige Seepferdchen. Und futtern wie die Großen. Welches Tier wurde bis jetzt noch nie in einer Sendung gezeigt? Das ist ja eine coole Frage. Puh. Tja,
Und um dieses Geheimnis zu lüften, macht sich Michael Ernst heute auf den Weg. Dafür geht's in die geheimen Katakomben von Gondwana. Ja, wir wollen heute mal eine Tierart etwas näher beleuchten und ein bisschen näher rangehen und auch mal ein bisschen ausführlich berichten, die wir eigentlich seit 20 Jahren im Bestand haben, aber wo es relativ wenig, gar keine Berichte drüber gibt. Und die spielt aber in unserem Leben hier im Zoo eine ganz große Rolle. Und die zeigen wir heute mal. Spannend. Hören tue ich nichts. Wir schreiben ja immer dran, nicht für uns, wir wissen natürlich, was drin ist, aber wenn jetzt hier Handwerksfirmen oder auch wenn wir Führung machen, dass jeder weiß, aha, da wohnt der Tapir, hier wohnt das Glasaugenspitzohr, dann müssen wir einfach gucken. Ich guck mal, ob sie da sind. Müssen allerdings draußen bleiben. Sind vielleicht gefährlich? Nee. Nur Arbeitsspuren. Aber ich weiß, es gibt noch ein zweites Lager, wo zumindest einer sich immer aufhält. Da legt überall so Nestchen an, wie so ein Eichhörnchen. Da gehen wir jetzt einfach hin. 5,5 Kilometer weiter südlich. Von Gondwana herein. In die Leipziger Media City. Das ist jetzt hier so ein bisschen die, also ich würde mal sagen, die Außenstelle, da wo die immer herkommen. Und wir gucken jetzt mal, ob wir ein paar Exemplare finden. Also einen weiß ich relativ sicher, dass er hier ist. Und den wollen wir jetzt einfach in seiner Behausung einfach mal gucken, ob er da ist. Ja, und ob er schon wach ist. Zurück im Zoo, Florian. Der ja? Klingelt auch jemand raus. Hallo! Na? Wo ist denn irgendjemand mit aufmachen? Was hast du denn für Guck mal, ich habe hier so einen schönen Kasten. Ja? Und da sind ganz viele Fragen drin. Und du darfst jetzt einfach mal eine ziehen. Oh Gott, das weiß ich doch gar nicht. Du musst nur fragen. Du musst gar nicht beantworten. Das ist das Schöne hier. Ja, das ist ja gut. Okay, also, wo trinkt Jörg Gräser seinen Kaffee? Hier. Ja, im Sommer, wenn es schön ist, auch mal hier, ne? Ja, und gerne auch mal hier in Gesellschaft. Hey, Schnecke. Geht gar nicht. Hm? Jo. Meine Süße. Jo. Also das mache ich hauptsächlich, wenn die jetzt eingewöhnt werden, die Tiere, wenn die neu sind, dann sitze ich oft hier auch und trinke meinen Kaffee hier vor Ort und rede viel mit den Tieren, na, dass die meine Stimme kennenlernen. Hey? Hm, jo. Hm, Mausi, genau. Welche Frage wird euch von ETC am häufigsten gestellt? Hm. Das könnte ich, glaube ich, gleich selbst für mich beantworten. Was machst du jetzt gerade? Da kommt ja öfters mal so ein Quatsch, was ihr fragt. Und? Bist du zufrieden? Wie geht's denn dem Tier? Was machen die gerade? Was machst du gerade? Was machst du da gerade? Wieso machen die das gerade? Die häufigste Frage von euch ist definitiv, gibt's irgendwas? Gibt's was Neues? Könnt ihr uns was erzählen? Irgendwas Interessantes, Neues, irgendwas Spannendes. Habt ihr was für uns? Gibt's was Neues? In den meisten Fällen gibt's nichts Neues. Auch mit dem wenigen Neuen und dem Nichts-Neuen haben wir schon eine Menge gemacht. Was macht ihr heute hier? Was habt ihr heute vor? Was machen wir jetzt? Was passiert jetzt am Anfang vom Dreh? Was passiert jetzt gerade? Und? Läuft so, wie du dir das vorgestellt hast? Sind die Tiger wirklich draußen? Wie geht es euch? Oder was fühlst du gerade? Geht's dir gut? Vertragen die sich? Und zum Abschluss kommt dann noch das Gespräch, wo fahrt ihr das nächste Jahr im Urlaub hin? Jacqueline, Anastasia und Nicole und viele andere fragten, Jörg Gräser bastelt ja so gern für seine Babys. Sind die Ideen dazu immer von ihm selbst oder holt er sich irgendwo Anregungen? Also im Großen und Ganzen, die meisten Ideen habe ich selber. So, hier stellen wir den hin. Guck mal, was da alles Leckeres dran ist. Hey? Manchmal ist es auch inspiriert durch irgendwo einen besonderen Kürbis oder einen Korb oder was eben doch manchmal die Leute so bringen. Guck mal hier, guck mal, was sie machen.
Ah, das sieht geil aus. Sieht aus wie ein Karussell, ja? Cool. Richtige Kunstwerke sind entstanden. In diesen letzten 20 Jahren. Das ist immer Aufregung, wie verrückt. Wow, der Schwanz weg. Oh, guck dir das an, dir. Und zum Jubiläum von Elefant, Tiger und Co. Da lässt sich Jörg nicht lumpen, baut was ganz Besonderes. Was das wohl wird. Ja, diese Bastelei, die ist heute inspiriert von Jubiläum, hat mich auch EDC angeregt. Ja, und ich hoffe, dass ich das hinkriege, weil es ist nicht ganz so einfach. Micha unterdessen wagt sich in die Höhle der Glasaugenspitzohren. So, immer ein bisschen leise sein, weil manchmal sind die schreckhaft. Ach, hier ist er. Kommt ruhig ran, also er ist in seinem... Gucken mal. Hier hat er offensichtlich einer von seinen vielen Lagern. Also ich vergleiche jetzt gerade das Exemplar mit so einem Eichhörnchen. Der hat also überall Lager, ne? Also hat überall seine... Nüsschen vergraben. Oh, ganz schön. Große Nüsschen. Ist das fein? Und wie zutraulich die sind. Schon freundlich. Also ich würde das schon im weitestgehend freundlich bezeichnen. Also wir haben da noch nie irgendwelche Aggressionen gemerkt. Wir wissen allerdings auch, wie man mit denen umgeht. Ne? Das ist schon langjähriges Training. Also seit 20 Jahren kennen wir das und wissen eigentlich, wie man mit diesen mit der Art umgeht und da gab es, also ich wüsste jetzt nicht, dass es da mal eine angespannte Situation oder sowas gab. Ja, jetzt hat er irgendwas angemacht, was fiebt. Der hat mit Ton zu tun, das habe ich also auch schon, also der ist, kennt sich mit Tönen gut aus. Ne, wir können ja hier mal, ich halte mich mal ein bisschen im Hintergrund, weil das ist, das irritiert ja auch. Ne? Wir sind ja die stillen Beobachter. Tja, besser bisschen Abstand halten. Also sie sind kamerascheu, das sind sie auf jeden Fall. Aber ich meine, dafür sind wir ja da, dass wir auch die kamerascheuen Exemplare auch mal ins Tageslicht zerren und das mal zeigen, was die so eigentlich machen und was sie so im Verborgenen treiben. Und das hat ja alles auch, alles was sie machen, hat ja auch einen tieferen Sinn. Also das hat ja irgendwie, also jedes Tier existiert ja nicht einfach nur, um zu existieren, sondern das existiert ja, um was zu machen. Also in den meisten Fällen ist es Nachwuchs. Kann der sicherlich auch, aber hier geht es jetzt wahrscheinlich um was anderes. Ne? Also die bauen was. Ne? Am Ende entsteht was, was wir vielleicht irgendwann mal sehen werden. Jetzt geht's los, also wir können ihm auch mal folgen. Ich denke, er wird genau wissen, wo seine Transportkiste ist und macht das alles auch selbsttätig. Oh, hat seine Nüsschen eingesammelt. Das Glasaugenspitzohr. Wenn man das jetzt beobachtet, das sind lang trainierte Arbeitsabläufe. Also sie sind da wirklich, muss man wirklich sagen, sehr anpassungsfähig. Vereinzelt stellen wir fest, dass es gerade in den frühen Morgenstunden noch so durchaus Erscheinungen geben kann, dass die jetzt noch nicht ganz so wach sind. Ne? Aber das wird teilweise mit Futtermitteln wird das relativ schnell kompensiert. Ne? So, die trinken dann braune Flüssigkeiten und dann geht das. Kaffee, ja, kennt jeder, aber also die vertragen das auch. Also Kaffee ist bei denen durchaus auch wichtig. Wo dieses Exemplar jetzt hinfährt, da gibt's vielleicht noch mehr von seiner Art. Macht er schon fein, oder? Der Lars. Florian immer noch auf Tour quer durch den Zoo. Mit den
Zuschauerfragen im Gepäck. Wie werden die Sendungen gedreht und wie lange dauern die Aufnahmen für eine Sendung? So. Fängst du oder ich? Ja, ich fange mal an. Und ich du hörst aber nicht wieder auf. Jawohl. Okay. Jawohl. Gut. Also wir drehen hier für Elefant, Tiger und Co. 5 Tage die Woche mit einem festen Drehteam. Und der Montag ist dann meistens dafür da, rumzulaufen und mit Tierärzten, mit Kuratoren, mit den Tierpflegern zu sprechen und zu fragen, was liegt denn an, was passiert. Und das sortiere ich mir dann alles in meinem Kalender. Und da sieht es dann am Ende der Woche so aus. Der Schnitt ist in der Folgewoche und dann geht's wie weiter? Tja, und dann hast du einen Tag zum Texten und wenn das passiert ist, erfolgt die Abnahme und am Freitag dann ist die Sprachaufnahme und 19.50 Uhr ist dann das Kunstwerk im Heimatsender zu sehen. Nächste Frage von einem Jan. Mich würde interessieren, warum man Tierfachgesellschaftungen macht, wie die der Affen mit den Geparden, wenn die Gefahrenquelle so groß ist dabei. Im Jahr 2015 kamen Husarenaffen nach Leipzig. Wilhelm und seine Familie sollten mit auf der Afrika-Savanne leben. So der Plan. In friedlicher Koexistenz mit 2 Gepardendamen. Affe sieht den Gepard, zieht sich erstmal kurz wieder zurück ins geschützte Abteil. Neugierde überwiegt und sie bleiben schön oben. Geparden unten, Affen oben. So hätte es klappen können. Doch plötzlich Wilhelm. Unten. Der ist aber mutig, mein lieber Heisangstreuer. Nein, jetzt übertreib's mal nicht, Kumpel. Ja, so war das nicht gedacht. Dass sich Raubkatze und Affe so nahe kommen. Also grundsätzlich würden wir nie was machen, wo wir davon ausgehen, dass es am Ende nicht funktioniert. Also wir werden sicherlich keine Tiere in irgendeiner Weise opfern, weil wir sowieso davon ausgehen, dass es nicht funktioniert. Und auch in der Natur kommen die Arten miteinander vor. Und wir probieren hier im Zoo natürlich immer auch darzustellen, was in der Natur irgendwo zu sehen ist. Und wir haben die Anlage aber auch so konzipiert, dass es definitiv eigentlich hätte klappen können. Doch damals geht's anders aus als erhofft. Ein riskanter Wettlauf. Es war natürlich eine Schrecksekunde. Wenn man dann sieht, wie dieser Affe erstmal vom Gepard gejagt wird und nicht das macht, was man erwartet hatte, das ist natürlich das Erste, was erstmal so, Hätte böse ausgehen können. Hey, 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 hey! Zum Glück ist Wilhelm nichts passiert. Rettung. In letzter Sekunde. Und dass er dann auch in den Wassergraben gesprungen ist und wir dann gucken mussten, dass wir das Tier irgendwo evakuieren können, da ist man schon unter Adrenalin, aber am Ende ist alles gut gegangen und wir sind alle glücklich gewesen, dass es bei keinem Tier zu Schaden kam. Tja, was war da schiefgelaufen? Das war das, wo wir den Denkfehler hatten, weil wir eigentlich gedacht haben, gut, wenn der Affe die Chance hat, irgendwo hochzugehen, dann kommt der Gepard nicht hinterher, dann ist alles gut. Der Affe hat aber eher gedacht, ich bin so schnell, ich werde es mit dem Gepard schon aufnehmen können. Und das ist am Ende leider nicht so gewesen, wie wir es gedacht haben. Und deswegen haben wir das Ganze am Ende auch beendet. Wilhelm und seine Familie mussten den Zoo wieder verlassen. Zu ihrem Schutz. Gibt es nach 20 Jahren immer noch verborgene Orte, an denen ETC noch nie gedreht hat? Na, und ob es die gibt? Das ist abgefahren. Das ist ja irre. Also ich denke, wir werden nicht höher krabbeln. Aber auch der Raum ist ja schon mal geschichtsträchtig, wenn man so alte, noch handvernietete Wasserbecken hier sieht. Das ist schon alles ein bisschen, atmet so ein bisschen Geschichte alles. Sogar noch Taubeneier hier. Guck. Aber wo ist das? Wie so ein alter Kirchturm, also echt ein schönes altes Gebälk. Wir sind jetzt hier in
einem Ort, den definitiv noch niemand von Ihnen gesehen hat. Das ist der Turm des alten Affenhauses, jetzt Koala-Haus. Und ich selber war auch noch nie hier. Ich denke, man könnte von hier einen schönen Einblick in den Zoo haben. Ja, da hat er recht, der Christoph. Wahnsinnsaussicht vom alten Affenturm. Schöne Aussichten auch hier. Jörgs Kunstwerk nimmt Gestalt an. Liebe zum Detail. Das ist auch sehr aufwendig. Aber naja, für diesen Anlass ist es schon mal wirklich, ist es mal wert. Ne? Was das wohl wird. Jörgs Meisterstück. Was ist denn mal so bei einem Dreh schiefgelaufen oder anders gelaufen als gedacht? Tja, manchmal nicht so leicht als Tierfilmer. Wie sieht's aus? Schlecht. Hier ist nichts los. Also eigentlich ist es sogar sehr häufig so, dass die Geschichte nicht so abläuft wie geplant. Und ja, man kann sich die schönste Geschichte ausdenken, aber die Tiere agieren einfach nicht nach Drehbuch. Und ist vielleicht auch ganz gut so, weil dadurch bleibt es auch nach 20 Jahren immer wieder interessant und spannend. Und man muss neugierig bleiben, wachsam, gut beobachten. Und ja, manchmal braucht man auch ganz schön viel Geduld. Aber irgendwie, der zuckt sich ja nicht. Ja? Also, sehr viel Geduld. Kaffee? Gerne. Wir versuchen ja so wenig wie möglich schief gehen zu lassen. Also ein bisschen vorzudenken, was könnte passieren, wenn. Denn da steht ja das Tier wohl durchaus im Vordergrund der ganzen Geschichten. Aber natürlich ist sowas schiefgegangen. Das lässt sich mitunter gar nicht vermeiden. Da kann man tun, was man will. Also selbst wenn man Kameras wie so eine kleine Actionkamera in einen Baumstamm einbaut. Also ich bin nicht drauf gekommen, dass den Hyänen das gelingt, die komplett da rauszunehmen. Und ja, so aussehen zu lassen. Tja, die hier hatten ihren Spaß mit der Technik. Und die Kamera eine seltene Perspektive. Mal kurz. Eine andere Geschichte ist die, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass das jemals möglich sein könnte. Das war das Stachelschwein. Also hier habe ich auch im Vorfeld nicht einmal darüber nachgedacht, die irgendwie schützen zu müssen oder so. Da habe ich gesagt, okay, das gibt schöne Bilder mit den Jungtieren, ab in den Stall damit. Und so kam es dann raus, hat der starre Schweinmann durchaus Gefallen gehabt. Mir ist mal mein Smartphone in den Wassergraben bei den Löwen gefallen. Es war einer meiner allerersten Drehs. Ich war noch total unerfahren. Und dann gleich hier im Bärenhaus hinter den Kulissen. Und da weiß man eigentlich, wenn man ein bisschen länger dabei ist, geh niemals über die gelbe Linie. Weil wenn du über die gelbe Linie gehst, kann der Bär von der anderen Seite durchgreifen. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, stehe hier und auf einmal kommt der Kameramann. Oh, zieht mich raus. Und das war so, also wirklich ein Schreckmoment, den habe ich heute noch. Also ich erinnere mich, geh niemals über die gelbe Linie, weil das kann richtig böse enden. Larus, einer von den Glasaugenspitzohren, ist unterdessen mit seiner Transportkiste im Zoo angekommen. Micha beobachtet da eine typische Vergesellschaftung. Also die kennen sich ja, ne, die Gruppen teilweise, auch wenn die immer neu zusammengestellt werden. Also irgendwann ist das Repertoire erschöpft, dann kennen die sich alle. Und ich glaube, da gibt es einfach Spielregeln, die dann, die kennen dann auch die anderen Pfleger. Ne. Der Jens scheint auch schon vertraut mit denen zu sein. Ja, das sieht gut aus, würde ich sagen. Ja, ist auch diesmal eine gemischte Gruppe, ne, 2,1. In der Biologie sagt man jetzt, dass das männliche Geschlecht und das weibliche Geschlecht sind sozusagen 1,0 und 0,1. Also wenn man jetzt sagt, eine männliche Giraffe, weil wir gerade am Giraffenhaus sind,
ist jetzt 1,0 Giraffe und eine weibliche Giraffe ist 0,1 Giraffe. Und ein paar Giraffen, ist also ein Pärchen, sind 1,1 Giraffen. Und Jens ist eindeutig 1,0. Das wissen wir ja. Ein seltsames Ritual passiert da. Ja, das sind so relativ kurze und, habe ich auch schon beobachtet, relativ kurze und auch seltene Interaktionen jetzt zwischen denen. Da, ja, also offensichtlich brauchen die das, so eine Art Ritual. Ne, da werden technische Dinge angebracht. Also, bei den Affen, dieses Lausen. Ja, ich habe auch, so ein Ding hier, das passt sich natürlich hier in meiner Jacke ganz gut an, aber das hat offensichtlich eine tiefere Bedeutung für das, was dann am Ende irgendwie dabei rauskommt. Wir folgen denen einfach. Wir gucken mal, wenn die. Wir müssen bloß ein bisschen zurückgehen, weil dass die uns nicht jetzt direkt merken. Oh, die drei Glasaugenspitzohren scheinen sowas öfter zu machen. Die wirken ganz friedlich. Kannst du uns helfen? Ja. Guck mal, die einmal vorlesen. Du musst auch gar nicht beantworten. Welche Tierausbrüche gab es und gibt es dafür einen Notfallplan? Wir haben einen Notfallplan, der ist gestaffelt für gefährliche Tiere und sehr gefährliche Tiere. Das sagt ja eigentlich schon alles aus. Also es gibt nur die zwei Kategorien. Und da gibt es auch Durchsagen im Zoo. Da gibt es einen Notfallplan. Da weiß jeder Beteiligte, was er zu tun und zu lassen hat. Und das wird dann auch generalstabsmäßig, sage ich mal, geübt und koordiniert. Also das ist schon, da haben wir schon ein gutes System. Und selten, aber manchmal eben doch, kommt all das zum Einsatz. Wie im Winter 2010. Da büchste tatsächlich jemand über eine hohe Schneewehe aus dem Gehege aus. Lilo, die rote Panda-Dame. Wir hatten ja auch einen roten Panda, der mal auch richtig außerhalb vom Zoo war. Das fand ich damals ziemlich witzig, weil naja, erstmal, dass er überhaupt so weit gekommen ist und dann, wie wir ihn da vom Baum holen wollten, das war schon eine ganz witzige Aktion, glaube ich. Ja, Lilo war über die Zoomauer geklettert und wollte sich gerade ins Rosental absetzen. Da haben die Pfleger sie dann erwischt. Aber runterlocken. Die ist ja ganz schnell auf dem Ast. Also da, komm mal her, komm. Hey. Komm runter, komm. Also müssten sie erst versuchen. Komm runter, Schnecke. Aber wie vom Baum kriegen die Lilo. Jens probiert's zunächst auf die sanfte Tour. Mit einer toten Ratte. Bleib hier, komm. Komm wieder runter, komm. Na komm, runter, Schnecke. Komm, na komm, komm, bevor du Spritze kriegst. Komm runter, komm. Dann gibt's da noch Plan B wie Bernhard. Dr. Bernhard. Komm, zurück, komm mal runter, komm. Na, komm runter, komm. Hat's geklappt, Jens? Ja, hat geklappt. Okay. Na komm, fein, so ist fein. Doch schlafen geht Lilo noch lange nicht. Das glaubst du nicht, ja? Nee, ich glaub's doch nicht. Na komm, jetzt bleib noch hier. Hier, hier, hier. Nein, Lilo. Ist jetzt nicht zu lachen. Wir stehen heute bis heute Abend hier. Lasse fallen. Hält die am Schwanz fest. Gib dir das an. Na schnell, komm runter, hol sie dir. Oh Gott. Zugriff jetzt. Schnell. Genau. Warte, lass sie im Kescher, dreht sie in den Kescher ein. Puh, geschafft. Das war knapp. Danke. Ja, cool. Ha? Das ist zum Glück nicht allzu häufig. Also in meiner Karriere kann ich es an einer Hand abzählen. Und das ist schon zum Glück ist das wirklich eine sehr, sehr selten und eine Ausnahme. Ja. Künstler bei der Arbeit. Ja, da wollen wir nicht stören. Schwer beschäftigt auch der Florian. Hallo. Hallo. Guck mal. Wir hätten hier vier Karten.
Die nächste Zuschauerfrage. Hier wird die Frage gestellt: Welche ist die gefährdetste Tierart, die ihr im Zoo haltet? Eine? Chefkurator Janis Pfleiderer hat Dutzende unter seiner Obhut. Es gibt die rote Liste der Weltnaturschutzunion, IUCN, mit insgesamt 7 Bedrohungskategorien, von nicht gefährdet bis hin zu ausgestorben. Und in den beiden höchsten Kategorien unterhalb von ausgestorben, also vom Aussterben bedroht und im Freiland ausgestorben, haben wir insgesamt 34 Tierarten bei uns im Bestand. Eine davon sehen wir hier hinter uns, das sind die Säbelantilopen. Das ist eine Antilopenart aus den Randgebieten der Sahara, die zeitweise ausgestorben war, nur in Menschenhand überlebt hat und aktuell gerade in Tschad in Zentralafrika wieder angesiedelt wird. Ja, hier haben wir 2 Vertreter der am meisten geschmuggelten Säugetiergruppe der Welt, der Schuppentiere. Das sind unsere beiden Formosa-Ohrenschuppentiere, Tufeng und Kesan, die auch zugleich die einzigen Vertreter ihrer Art im deutschen Zoo sind. Ähnlich wie die Schuppentiere wegen ihrer Schuppen werden die Nashörner wegen ihres Horns verfolgt, was auf dem ostasiatischen Markt einen sehr hohen Preis erzielt. Viele Populationen wurden dementsprechend auch schon leider ausgelöscht. Beim ostafrikanischen Spitzmaulnashorn, was wir auch hier im Zoo Leipzig haben, wurden aber schon die ersten Tiere aus europäischer Zoonachzucht im Nationalpark in Ruanda wieder angesiedelt, um diese Population wieder zu beleben. Der Blaukappenherling ist ebenfalls hochbedroht, stammt aus Bergwäldern im Süden von China und es gibt nur noch wenige 100 Tiere in freier Wildbahn. Fast die Hälfte der Tierarten bei uns im Zoo Leipzig in den beiden genannten höchsten Bedrohungskategorien sind Fische. Einige davon zeigen wir im Aquarium in der Ecke mit den bedrohten Süßwasserfischarten. Davon sticht besonders hervor der Monterey-Plati aus Mexiko, der im Freiland bereits ausgestorben ist und nur dank Nachzucht in Menschenhand unter anderem hier in Zoo Leipzig überlebt. Eine unserer bedrohtesten Reptilienarten hier im Zoo in Leipzig ist der türkisblaue Zwerggecko aus Tansania, wo er in einem sehr kleinen Waldgebiet vorkommt und dementsprechend hoch bedroht ist. Wir als Zoo gehören zu den erfolgreichsten Tiergärten in Europa, was die Nachzucht dieser Art angeht. Sieht dunkel aus. Ich glaube, die ist beim Koala. Verstecken zwecklos. Florian lockt sie alle raus. Ganz einfach. Geht ganz schnell. Und bitte. Wer schwenkt die Palmwede in der Sendung? Haben wir. Also das sind die Wedel. Also da habe ich, also ich muss ja, bin ja fast jeden Freitag da, auch habe ich Termin und muss immer in dieser Sendung diese Wedel zur Seite schwenken, damit eine Geschichte von der anderen deutlich abgetrennt ist halt. Also ist ein anstrengender Job und jetzt klingelt mein Telefon. Es ist natürlich wie immer, irgendeiner stört. Jetzt hat er aufgehört. Erstmal ist die Auswahl des Blattes auch schon entscheidend. Ist es auch wirklich das Richtige? Ja, ihr habt jetzt die hier, ihr hattet ja mal andere. Ja. Und dann muss man im Grunde genommen auch mit dem entscheidenden Schwung auch immer dieses Blatt vorbeischwenken. Ja, das ist schon. Ja, es ist auch sportlich herausfordernd, weil man braucht auch in die Oberschenkel massiv Kraft. Also immer das rechtzeitige Abtauchen, Schwenken. Diese fließende Bewegung, die man da, also wie gesagt, das war hartes Training nötig. Ist ja auch ein Marathon, diese vielen Jahre. Also ich bin ja noch nicht von Anfang an, aber die vielen Jahre, die ich jetzt schon die Palmenblätter schwenke, also das, da hat man sich reingefuchst dann auch. Warte, komm, wir machen noch eins. Wie kam es dazu, dass die Sendung im Leipziger Zoo gedreht wird? Tja, wie war das eigentlich vor 20 Jahren, beim allerersten Mal im Zoo? Ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern, wie ich mit meinem Kollegen Jan Tennhafen da hin bin, um einfach auch mal zu gucken, was kann man da erzählen? Was für Geschichten, welche Tiere? Tiere sollten natürlich in der Doku-Soap schon dabei sein. Aber auch, was für Menschen wir da treffen und von denen wir was erzählen können und von ihrer Arbeit, weil wir die auch ein bisschen in den Mittelpunkt rücken wollten. Und da waren wir sehr gespannt, wen wir da so antreffen werden. Und die allerersten, die wir da getroffen haben, von einem Eulengehege war das damals, das gab es da noch,
waren Michael Ernst, Jörg Gräser und Roland Mennel. Und nach dem Gespräch mit denen waren Jan und ich uns total einig, dass eine Serie mit solchen starken Protagonisten, die so witzig und so begeistert von ihrer Arbeit erzählen können, so eine Serie, das läuft. 20 Jahre Zoogeschichte. Schön ist es, gemeinsam mit euch älter zu werden. Glasaugenspitzohren haben inzwischen das neue Revier hinter den Kulissen der Afrika-Savanne betreten. Ja, bleibt mal hier, stand schon gut hier an der Stelle. Komm mal ein Stück zurück. Innerhalb des Zoos bewegen die sich relativ frei. Also wir haben jetzt keine wirklich massiven Begrenzungen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht zu irgendwelchen gefährlichen Tieren reingehen. Da haben wir aber genügend Leute, die da aufpassen, dass da nichts passiert. Und ansonsten gestatten wir denen schon auch den Zutritt zu anderen Gehegen, weil wir finden das auch teilweise recht interessant, ne? Auch die Interaktion mit anderen Tieren. Ein Giraffenbaby ist da zu sehen. Mag das der Grund sein für die Neugier der Glasaugenspitzohren? Heute werden die Giraffen zusammengelassen. Wir haben ja seit kurzer Zeit ein Giraffenjungtier. Und Jens ist da logischerweise hier hinten in der Afrika-Savanne der verantwortliche Bereichsleiter, der das auch ein bisschen koordiniert. Und offensichtlich gibt er denen die Möglichkeit, dabei ja, zuzugucken. Warum auch immer, ne? Also die machen es einfach. Die finden das auch, die gehen dann auch nicht. Also die bleiben dann auch dran und ist eine Art Tierbeschäftigung, kann man sagen. Ne? Die gucken. Finden das interessant und uns ist es lieber, wenn wir die unter Kontrolle haben und die auch wirklich interessiert überall hingucken, als wenn die irgendwie nur in irgendeiner Ecke stehen und die ganze Zeit Kaffee trinken. Das wollen wir auch nicht. Oh, jetzt kommt Bewegung in die Sache. Andere Tierpfleger kommen dazu. Spitzohr Lars fuchtelt mit einem seltsamen Fell umher. Wir schleppen Handys mit uns rum und die haben halt so ein Puschel mit. Das haben wir häufig schon beobachtet. Das hängt auch damit zusammen, offensichtlich was mit dem Endergebnis. Ne? Das hat irgendwas damit zu tun, weil es auch immer auch der Lars ist. Ne? Also es hat immer was mit Lars zu tun. Also der scheint da auch eine Schlüsselposition zu haben. Und immer dann, wenn Lars in der Nähe ist und wenn das aufgenommen wird von ihm, dann gibt es eine Art Interaktion. Also da passiert irgendwas, also auch mit Lars, also der wird dann auch agil. Und sobald das dann eben irgendwie aus den Händen gelegt wird oder aus den Pfoten in dem Falle, also offensichtlich eine Symbiose, irgendwas, was ohne, also ist eine klassische Symbiose, ne? Keins kann ohne den anderen. Jetzt gehen sie weg. Kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Zeit, den Puschel aus der Nähe zu betrachten. Es ist jetzt schön, dass man das jetzt auch mal sieht. Also bewegt sich nicht, ist einfach absolut, macht gar nichts. Reagiert auch nicht auf Berührungen oder sowas. Also das ist offensichtlich tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, was nur mit Lars irgendwie symbiotisch funktioniert. Sehr seltsam, dieses Spezies. Nächste Frage. Also, wo wird der ganze Mist und Dunk entsorgt, welche die Tiere produzieren? Naja, überlegt mal. Ja, das frage ich mich auch immer. Nee, ich weiß es natürlich. Wir haben eine Firma, die das natürlich entsorgt und auch teilweise kompostiert. Also Huftierkot, wie zum Beispiel dieser hier, der wird kompostiert und kommt dann später auf den Acker oder aufs Feld. Und der Kot von Fleischfressern und Allesfressern, der wird extra gesammelt und der kommt in der Müll in der Verbrennungsanlage. Kirsten, bitte. Ladies first.
Ist schon mal jemand beim Paddeln mit dem kleinen Kahn auf den Ententeich reingefallen? Ich bin nie reingefallen, wobei einmal hätte es fast geklappt, und zwar bei dieser spektakulären Pelikan-Aktion. Macht nicht solche Wellen. Guck mal, die Streifengänse sind schon dort drüben. Das gibt's doch jetzt nicht, hä? Warum sind die Streifengänse intelligenter als ihr? Dann machen wir noch eine Runde. Aber zum Glück war da die Kassette alle. Yes, yes. Und ich konnte mich inzwischen wieder aus dem Kran hochrabbeln. Aha, jetzt, hä? Müssen wir noch einen Ansatz machen. Ob nach meiner Zeit jemand reingefallen ist, das kann ich nicht beantworten. Mit Sicherheit. Peter Kockisch und ich. Das waren ja 100 Punkte. Das hat mich ein bisschen erwischt. Ich weiß nur, dass ein Arbeitsschutzbeauftragter, wie auch immer, mal angewiesen hat, dass die Leute, die in dem Kahn fahren, mindestens eine Schwimmweste umhaben müssen. Und da bin ich richtig froh, dass mir dieses Elend nicht passiert ist, weil in dem Teich kann man eigentlich nicht ertrinken. Und wer ein bisschen schwimmen kann, ja, kommt auch wieder raus. Ja. Wie kam es dazu, dass Udo Jürgens Freddy Kuschel zum Abschied gegrüßt und gesungen hat? Ja, das war eine Geschichte, da kamen ganz viele Zufälle zusammen. Und zwar hatten wir erfahren, dass Udo Jürgens großer Fan von Elefant, Tiger und Co. ist. Ist eine tolle Sendung, die wir da immer sehen. Mit großer Freude schaue ich da auch zu. Dann hat er diesen Song geschrieben, und zwar Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Punkt 2. Und zum dritten war natürlich Freddy Kuschel bei uns im Zoo immer der Mann mit der Mütze. Die Mütze ins Gesicht gedrückt, die Miene unbewegt. Und wie der Zufall es wollte, war der damalige Kurator Fabian Schmidt. Der kam aus der Schweiz und sein Vater war befreundet mit dem Bandleader von Udo Jürgens. Und dann haben wir mal so vorsichtig nachgefragt, Udo, würdest du dem Freddy denn einen Song zum Abschied spielen? Und da hat der Udo gesagt, natürlich. Der Mann mit der Mütze. Freddy Kuschel. Herzlichen Glückwunsch, 45 Jahre in einem Betrieb, in der Arbeit mit Tieren und mit vielen Kollegen zusammen. Ist eine unglaublich tolle Zeit. Und jetzt, wo es vorüber ist, dein letztes Ballgefecht, da gibt man dir ein Abschiedsfest mit vielen. Für mich am emotionalsten eigentlich, wo ein Großteil der Mitarbeiter hier auf diesem Platz eben standen und mich mit einem feierlichen Lied verabschiedet haben. Wollen wir dir eins nur sagen? Freddy! Dankeschön! Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Ja, ich war hin und weg. Also am liebsten hätte ich geweint. Aber ne, ein Mann weint ja nicht. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Das war schon sehr schön. Ta-da-da-da. Wie ist die Idee entstanden, bei Jörg zu Hause zu drehen? Oh, das möchte ich auch mal wissen. Also eigentlich war das Konzept der Sendung ja, dass wir nur im Zoo bleiben und die Pfleger nicht zu Hause drehen. Aber dann hat uns Jörg Gräser erzählt, dass er zu Hause, wie übrigens so einige Pfleger, so einen halben Privatzoo hat. Und dann sind wir doch neugierig geworden und dann hat er uns zu Hause seine Tauben gezeigt. Aber das war ganz am Anfang der Sendung, vor vielen, vielen Jahren, und war dann auch eine Ausnahme. Zu Hause bei Löwen Pfleger Jörg Gräser. Heute ist sein freier Tag. Privat haben es ihm Brieftauben angetan. Mein Opa, der hatte oben noch so einen alten Taubenschlag bei meinen Eltern auf dem Dorf. Und dann habe ich dann ausgebaut und dann habe ich erst mal heimisch die gehalten. Und weil mein Vater, der wollte das erst nicht. Na. Und die Mutter, die hörte dann auch immer Geräusche oben aus dem Schlag. Und
Ja, der Mutter, meine Mutter, die ist da nicht so. Die hat also, wie gesagt, die hat auch als Kind Rehe großgezogen und Fuchs großgezogen. Ja, und dann hat aber, dann hat's dem Vater auch gefallen. Und da hat er, der brachte mir das dann zum Geburtstag. Zu meinem 10. Geburtstag brachte er mir dann 6 Brieftauben an. Ich muss erst mal gucken, welche ich noch mitnehmen wollte. Du nicht, dich wollte ich mitnehmen. Boah. Das war wie gesagt eine Ausnahme. Ansonsten gilt für uns wirklich, dass wir die Pfleger privat in Ruhe lassen. Wir haben auch das ungeschriebene Gesetz, dass wir sie nicht in ihren Kaffeepausen oder beim Mittag filmen, damit die einfach auch mal von uns mal durchatmen können und eine Pause haben. An Pause ist hier nicht zu denken. Jörg ist unermüdlich. Gib diesem Gemüse ein neues Gesicht. Diese Rübe, die färbt aber auch wie blöd. Meine Finger, die färben immer noch hier. Naja, das nützt jetzt nicht. Ich krieg die Farbe jetzt nicht so schnell runter von der Rübe. Soll er sich mal keine Rübe machen? Sieht doch toll aus. Schon jetzt. Es wird langsam. Nächste Frage. Okay. Christine Buchholz fragt, was passiert mit den Tieren, die versterben? Also grundsätzlich gehen alle toten Tiere, gestorbenen Tiere in die Pathologie. Pathologisches Institut der Uniklinik Leipzig. Dr. Bernhard ist gern persönlich hier, wenn's passt. Es geht um Anita, die Eulenkopfmeerkatze. Woran sie gelitten hat, das versucht Professor Rainer Ulrich zu ergründen. Jedes Tier kommt hier an. An die inneren Organe kommen wir ja so nicht ran. Und das passiert dann hier. Gut, geh mal rein. In die heiligen Hallen. Ist nichts für schwache Gemüter. Fast 800 Tiere wurden hier letztes Jahr auf Herz und Nieren geprüft. Jetzt wird Anitas Innenleben analysiert, um gefährliche Keime auszuschließen. Bei der Entnahme hier der Milz fällt auf, dass das Organ ziemlich groß ist. Mhm. Und auch hier so halbkugelförmige Vorwölbungen hat. Einmal hier und hier. Also das ist extrem geschwollen, ja, das Organ. Womöglich ein erstes Indiz. Die Milz unterstützt das Immunsystem, hilft gesund zu bleiben. Vielleicht ist da was aus dem Gleichgewicht geraten. Das ist natürlich einmal wichtig, um die Todesursache festzustellen. Aber mindestens genauso wichtig ist eine allumfassende Untersuchung, die eben auch Aufschlüsse gibt, wie es dem gesamten Bestand oder dieser Tiergruppe letztendlich geht. Ob die Fütterung adäquat ist, ob irgendwelche Krankheiten, Probleme so vorliegen, die eben nie unbedingt zum Tod geführt haben und die für die Gruppe aber entscheidend sind. Aha. Du könntest uns jetzt einen Gefallen, du könntest eine Karte ziehen. Zeig mir, was hast du denn Schönes mitgemacht? Also, ich würde so gerne wissen, wie die Tierpfleger auf die Idee kamen, die Ziegenböcke könnten die Nashorndame über den Winterblues helfen und einen seelischen Ausgleich schaffen. Die Frage kam von Melanie Schäfer. Also ich sag mal so, im Winter kriegt unsere Sarafine immer mal, eine Winterdepression. Also die wird manchmal ziemlich schreckhaft bei gewissen Sachen und ist dann auch nicht so gut drauf. Und für unseren Tamara-Ziegenbock, unseren Bernhard, da war es eben mal ein bisschen kalt. Ne? Und da haben wir gedacht, wir tun ihm auch einen Gefallen, holen ihn in den Stall rein. Ja, da waren sie alle hier in guter Gesellschaft. Na, Bernie? Platz da. Na, Mädels? Habt ihr schon Hunger? Bernhard als Stimmungsaufheller. Na, sind wir jetzt schon satt oder was? Du bist ein Lump, ey. Scheint ja keine Berührungsängste zu haben. Der Bernhard. Unser Fienchen. Jetzt ist aber gut, eh? Und jetzt bittet Robert Nashorn und Ziegenbock zu Tisch. So, Mahlzeit. Die essen ja wirklich zusammen. Das ist ja unser Motto, ne? Entdecke das unglaublich.
Ne, und da ist dann eine richtige Freundschaft draus entstanden. Und da hat am ersten Tag eben, ab dem ersten Tag hast du mit der Sarafine immer schön morgendlich gefrühstückt. Ne? Und da habt ihr alle beide eine Beschäftigung gehabt. Weil so ein Ziegenbock allein hier im Bullengehege ist natürlich auch nicht schön. Und da hast du immer Spaß mit der Sarafine gehabt, ne, Diggi? So kann man wirklich nur staunen. Wie ein Ziegenbock Therapeut gegen Winterdepression wird. Dieser Bernhard. Hallo? Florian braucht auch dringend Bernhard? Einen Bernhard. Für die Zuschauerfragen. Maurer fragt, wer macht denn eigentlich das Social Media und überlegt sich die ganzen tollen Tafeln? Ja, liebe Maurer, hinter den ETC-Social-Media-Kanälen stecken mein wunderbarer Kollege Thorsten Arnold und ich. Und wir basteln jeden Freitag, wenn die Sendung kommt, immer wunderschöne Zitattafeln. Überlegen uns ein ETC-Quiz, schneiden kleine Videos, Shorts mit Premiere und Photoshop. Und wir beantworten natürlich auch immer fleißig eure Kommentare. Wie man hier in dem schönen Programm sehen kann, gibt's da immer ganz viel Liebe. Danke! Jetzt kommst du zurück und setzt dich bitte dorthin und wartest noch mal 10 Sekunden. Die sind eigentlich länger. Ja, kann losgehen, bitte. Und läuft! Ja, läuft und läuft. Der Flo. Du musst dich jetzt erstmal ausruhen. Ja. Das kann man verstehen. 10 Sekunden ab jetzt. 1, 2, 3. Hier. Die sind jetzt angekommen hier. Fressen weiß ich jetzt noch nicht, wie das weitergeht, aber wir können ja mal gucken. Ja, die sind schon schreckhaft. Zu welchem Revier zieht's Lars und Co. denn jetzt schon wieder? Aber jetzt wird's, wir können ja mal hinterhergehen. Von wegen Reviere erkunden. Es geht ums Fressen. Die haben feste Fütterungszeiten. Das ist, deckt sich auch mit unserem. Also die sind ja auch sehr von uns abhängig. Und deswegen haben die so ganz normale, also auch wie wir, klassische Mittagspause, 12 bis 1 so in der Drehe. Und hier kann man dann gucken. Also wir haben einen Futterplan erstellt. Ja, also an den müssen die sich auch halten. Also morgen gäbe es jetzt die Wahl zwischen pikanter Kalbsleber oder Pasta al-Arabiata. Ne? Klingt besser als Pellets und Heu. Aber beim Fressen guckt Micha lieber nur durch die Scheibe zu. Wir geben ja auch unseren Tieren häufig so ein bisschen die Privatsphäre. Ne? Aber die haben feste Futterplätze, feste Futterstellen. Ja, und das ist jetzt so ganz typisch eigentlich. Ne? Hier haben wir jetzt zwei klassische Omnivoren, die also wirklich Allesfresser sind. Wir hängen uns da nicht rein. Ah, jetzt kommt noch das Weibchen dazu. Sieht man auch schön, keine getrennten Futterplätze. Also Männchen und Weibchen essen gleichzeitig. Gibt es auch kein Futterneid. Also alles im grünen Bereich. Gefräßige Stille bei den Glasaugenspitzohren. Vier. Fünf. 6, 7, 8, 9, 10. Los. Und weiter geht's. Bekommen wir auch mal wieder Pinguine zu sehen? Was ist eigentlich aus unserem Pinguin geworden? Rauslassen. Was ganz Besonderes waren sie, die Leipziger Pinguine. Auch für Christoph Urban hatte sie lange Zeit unter seinen Fittichen. Oh, drin ist kein Pinguin mehr. Ich muss mal gucken, ob die draußen sind. Irgendwie müssen die da sein. Sind die hier? Oh, das ist mega ungewohnt. Lange nicht mehr gemacht, aber das ist ja hier die alte Pinguinanlage, komm mit, komm. Wo die Pinguine am längsten gewohnt haben. Und ich meine, zu mir kommen.
wo ganz viele verschiedene Arten gehalten wurden und wo ich quasi auch noch angefangen habe, damals als Lehrling Pinguine zu bepflegen. Hallo, hallo, ganz ruhig. Na ihr, oder du? Die Pinguine, die wir hier hatten, die sind 2019 abgegeben worden. Die Pinguingruppe ist geschlossen nach Berlin gegangen, in den Tierpark Berlin. Die hatten ja solche lustigen Ringe mit den Namen drauf und ich meine, dass die tatsächlich da noch zu identifizieren sind. Also auch Berlin ist meine Reise wert. Genau. Der Teil der Frage, kriegen wir wieder Pinguine, ist relativ schnell beantwortet. Ja, wir bekommen wieder Pinguine. In Feuerland, dem nächsten Großprojekt des Leipziger Zoos, werden sie zu sehen sein. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben hier dieses große Becken und wenn man quasi hier die Pinguinanlage betritt, kommt man quasi in die Pinguinanlage rein und geht in der Pinguinanlage unter Wasser und hat dann gleich hier über sich den ersten Einblick auf die Pinguine, quasi so eine Überkopfscheibe, wo die Pinguine über einem langlaufen können. Und dann geht man in diesem Tunnel weiter und dann kommt plötzlich noch mehr Scheibe. Und ein Tunnel, wo man an allen Seiten so ein bisschen rausgucken kann. Dauert noch ein bisschen, bis es so aussieht. Es ist jetzt erstmal grob datiert auf 2025. Wir haben also noch ausreichend Zeit. Und wenn es doch mal mit den Bauarbeiten schneller gehen sollte, bin ich vorbereitet, habe Stiefel an, also wenn Wasser kommt, ich bin vorbereitet. Aber wenn uns Zoogeschichte eins gelehrt hat, dann, dass man alles ruhig und geduldig machen sollte und viel Zeit zum Abwarten braucht und was lange währt, wird gut. Und die Anlage hier verspricht, gut zu werden. Und darauf freue ich mich. Für uns auch. Die Frage Chefsache. Gibt es Pläne, wenn das Konzept vom Zoo der Zukunft fertig ist und der letzte Bereich fertiggestellt ist? Es wird immer gebaut werden im Zoo, weil einfach der Lebenszyklus eines Gebäudes quasi so 25, 30 Jahre ist. Und wenn wir also an einer Stelle fertig sind, das dauert nun mal 25 Jahre, wenn wir insgesamt so einen Masterplan umsetzen, dann sind wir vorne wieder dran. Derzeit sind wir natürlich immer noch beschäftigt mit Großprojekten vor der Brust, die wir bis 2027 insgesamt umsetzen wollen. Und danach werden wir in die Zukunftsplanung gehen, wie es die nächsten 20, 30 Jahre aussieht. Und wie sieht's hier aus? Guten Morgen! Lisa, du hast jetzt die Aufgabe, du darfst mal eine Karte ziehen. Christine Buchholz fragt, in welche der Anlagen darf das Team mit hinein? Wer weiß es? Ja, hallo Christine, wir dürfen eigentlich auf alle Anlagen, auf die die Pfleger auch gehen. Also das ist die Afrika-Savanne, das ist bei den roten Pandas, bei den Elefanten unter Aufsicht, aber nicht bei den Elefantenbullen. Bei den Lamas, bei den Alpakas, bei den Koalas, wir dürfen in den Streichelzoo. Wir dürfen zu den Kronmakis und den anderen Tieraffen, aber nicht zu den Menschenaffen im Pongoland. Wir dürfen bei den Erdmännchen, müssen da aber mal aufpassen, dass wir nicht deren Höhlen zertreten. Ja, und bei den Flamingos dürfen wir zum Beispiel auch drauf. Wir dürfen natürlich auch in die Gehege von den Raubkatzen, hier bei den Tigern zum Beispiel. Aber natürlich nur, wenn keine Raubkatzen drin sind. Da passen die Pfleger aber auch sehr gut auf, dass sie nicht durch Zufall mal den falschen Schieber... Hey, Dennis! Oh, oh! Also, ich habe die Frage bekommen. Mich würde es sehr interessieren, was aus den Flusspferden aus dem alten Dickhalterhaus geworden ist. Leipziger Urgesteine unter sich. Elefantenpfleger Michael Tempelhoff, damals auch Nilpferdpfleger. Von Brandy und Stanek. Seit ich hier bin, sind die auch schon da. Brandy, komm mal her. Hier. Mach's mal auf. Und zack. Aufgrund der Umbaumaßnahmen, die geplant waren für die Elefanten, mussten unsere Flusspferde ausziehen.
Und sie sind damals nach Südafrika zurückgebracht worden. Im Jahr 2005 war das. Da sollten Brandy und Stanek auf Reise gehen. Jetzt bewegt sie sich Richtung Kiste. Sie läuft weiter. Die Pferde sind drin, die Schieber sind zu. Es hat genau das funktioniert, was wir machen wollten. Und ja, jetzt müssen wir bloß noch warten, dass sie ordentlich dort ankommen, wo sie hin sollen. Brandy ist verladen. In Kiste 2 steckt Stanek, der Bulle. Ich habe sie begleiten dürfen auf dem Flug. Und wir haben sie dort in einem Quarantäne-Areal abgegeben, weil Südafrika da sehr strikte Vorstellungen hat, was eingeschleppt werden soll. Und dass da eigentlich aus dem Deutschen Zoo keine Gefahr droht, das war dann unerheblich, sondern die mussten also erstmal in eine Quarantäne, die natürlich unter freiem Himmel stattgefunden hat. Der Transport verläuft gut. Doch kurz nach der Ankunft auf der Ranch in Südafrika verstirbt Brandy unerwartet. An einer Herz-Kreislauf-Überreaktion. Hier geht's voran. Wenn man es genau in Augenschein nimmt, ahnt man schon, was der Jörg hier bastelt. Oder? Das ist nur damit die Löcher quasi, die von Barthaaren jetzt hier, ne, dass die deutlich werden. Deswegen färbe ich das ein bisschen ein. So. Florian immer noch unterwegs, auf der Suche nach Vorlesepaten. Hallo? Nein. Hallo! Hallo! Du hilfst uns! Was eigentlich, das Spinnen Guck mal, sind. Nein. Sind das, Bilder drauf? Das liegt da hin. Okay. Wie viel Drehmaterial habt ihr für eine Folge und wie lange dauert der Schnitt? Aus dem Zoo kommen ungefähr immer 10 bis 15 Kassetten am Anfang, also bei den ersten Folgen. Eine Kassette sind ungefähr 30 Minuten, da kann man es nicht ausrechnen, bei 5, 6 Stunden Material, wie viele Kassetten das waren. Genau, denke, also 12 bis 15. Jetzt wird elektronisch gedreht und es kommt sozusagen nur noch Files zum Schnittplatz. Das Material wird dann in den Rechner eingespielt und dann geschnitten. Geschnitten heißt, es werden die Bilder, die die Geschichte ergeben, zusammengefasst. Töne dazu, Musik dazu und mit ein bisschen Glück haben wir dann nach 3-4 Tagen die Folge fertig für die Vertonung. Na dann weiter. Noch was vergessen? Vorher gucken wir uns das Material immer noch an. Also, stimmt, habe ich vergessen. Genau. Sowohl der Cutter, so am Schneidetisch, als auch der Autor, die Autorin gucken sich das Material an. Was sind gute Töne, um die Geschichte zu erzählen? Wie kann man die Geschichte erzählen, sodass man es versteht? Dann sitzen wir hier und diskutieren, ach, das ist aber stark und das nee, auch hier und das Bild und so. Ne? Dann sage ich aber manchmal, nee, das ist doch genau, besser. Und dann streiten wir uns mal kurz. Dann streiten wir kurz, aber dann machen kommen wir zum Ergebnis. Dann machen wir einen Film. Ja. Hallo? Sarina, guck mal. Habe ich jetzt was gewonnen? Nee, noch nicht. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von euch und mich würde es interessieren, wie sich die Zucht der Feldhamster gestaltet. Mehr steht da nicht. Hallo, dann guck mal rein.
Also hier sind wir jetzt in einem Teil von unserer Hamsterzuchtstation. Die Hamster können wir jetzt leider nicht sehen, weil die natürlich in der Winterruhe sind. Und das wird auch noch ein paar Wochen so bleiben. Ab und zu wachen die natürlich auf, deshalb haben wir ja schon ein bisschen Futter vorbereitet, was wir denen reingeben, dass sie ein bisschen Nachschub haben. Ab diesem Jahr, wenn die Zuchtsaison dann wieder startet, so April, Mai rum, werden wir dann bei Elefant, Tiger und Co. das auch alles schön zeigen können. Jetzt im vergangenen Jahr haben wir uns erstmal darauf konzentriert, die Tiere einzugewöhnen und hatten auch schon die ersten Zuchterfolge. Ja, und wir hoffen, dass das dieses Jahr dann ja, sich so fortsetzt. Und wie gesagt, Sie als Zuschauer können das dann auch mitverfolgen ab diesem Jahr. Michael Ernst, weiter auf den Spuren der Glasaugenspitzohren. Oh, vor 19 Jahren war er schon mal hier. Damals noch mit Lama Horst. Schöner Blick. Gondwanaland sehe ich auf jeden Fall. Das ist gut zu sehen von hier. Und vom Zoo-Eingang, die Türme sieht man auch. Aber Michael ist nicht zum Vergnügen hier. Er sucht die scheuen Wesen, die seit 20 Jahren im Zoo rumschleichen. Hier soll ihre Haupthöhle sein. Guten Tag. Viele Ställe gibt's in diesem Bau, manche unbesetzt. In anderen wird emsig gewerkelt. Was passiert hier jetzt gerade? Na, hier ist jetzt schon mal wieder jemand oder eins von denen, die wir schon kennen. Vorne, den nennen wir Lutz. Also bei uns läuft der unter Lutz. Der ist auch immer mal bei uns im Zoo, aber hier ist er jetzt natürlich in einem völlig anderen, einer völlig anderen Umgebung. Und die haben hier relativ viel. Ja, ich würde schon sagen, man könnte es als Enrichment bezeichnen im Zoosprech. Und wagt Micha hier eine Geschlechtsbestimmung durch die Scheibe? Das ist 2,0, ja. Also würde ich jetzt sagen, ne? Also erkennbar jetzt an Gesichtsform, Bartwuchs. Ja. Also das sind schon so ein paar deutliche Hinweise, dass es sich um männliche Exemplare handelt. Und über 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate sind die alle längst raus. Also die sind stubenrein, würde ich jetzt mal sagen. Die machen. Die laufen von alleine. Also ich würde die auch unter schon Primaten zählen. Die zeigen auch Gefühle. Ne? Das ist völlig normal. Das kann man auch, wenn man eine Weile mit denen zu tun hat, kann man das auch ganz gut interpretieren und ganz gut deuten. Tierbeobachtung. Dafür nimmt sich Micha immer Zeit. Er will die Interaktion verstehen. Man sieht das schon ziemlich gut hier. Also wenn man das jetzt eine Weile beobachtet, Lutz hier vorne ist schon sichtlich aufgeregter und fühlt sich jetzt nicht ganz so sicher. Und man sieht das schon in der ganzen Körpersprache, dass es hier eine klare Rangordnung gibt. Ja? Also da hinten ist offensichtlich der Revierbesitzer und hier vorne Lutz ist jetzt einfach eingedrungen und kommuniziert jetzt erstmal hier so ein bisschen. Aber richtig professionell sieht schon der da hinten aus. Männer, die auf Ziegen starren. Es ging mal durch die Medien, dass also sexuell unwillige große Pandas stimuliert werden sollten, indem man ihnen Pandasex vorgespielt hat als Film. Und ich glaube, Ähnliches gibt es auch bei Menschenaffen. Also da gibt es tatsächlich wirklich Versuche, wie man Tiere, die jetzt anders nicht mehr stimuliert werden können, eben auch mit Filmen, vielleicht ist das hier sowas. Also die werden schon was davon haben, dass die hier die Filme gucken. Also irgendwas wird dabei rauskommen. Ja, das stimmt. 25 Minuten. Jeden Freitag neu. Die machen das. Ja. Sehen hochgradig stimuliert aus. Du musst jetzt einfach eine Karte ziehen und einmal bitte die Frage vorlesen. Und bitte. Wohnt jemand direkt im Zoo? Wenn was ist, gibt es Dienstwohnungen. Alles kaputt. Ach so. Du, wenn hier keiner wohnt, dann klingelt es auch nicht mehr. Bis vor einigen Jahren gab es auch hier im Zoo noch eine Dienstwohnung, in der ich eine Zeit lang gewohnt habe. Mittlerweile weiß ich aber die Vorzüge des freien Wohnungsmarktes, des privaten Wohnungsmarktes sehr zu schätzen. Und deshalb ist das Ganze hier ein bisschen umfunktioniert. Hier vorne, wo früher das Gästezimmer war, ist jetzt Büro. Ja, mit Ausblick auf die Elefantenanlage. Ist relativ großräumig.
Ein bisschen provisorisch noch eingerichtet. Küche, großes Wohnzimmer ist jetzt Pausenraum. Ja, es soll ja schließlich keiner mehr hier wohnen, sondern hier soll gearbeitet werden oder maximal pausiert. Man hat hier einen kleinen Ausblick auf die Elefantenanlage. Und auch wenn keiner mehr im Zoo dauerhaft wohnt, gibt es überall, also in den meisten Revieren, Kameraüberwachung, sodass man dann im Nachhinein gucken kann, was da los gewesen ist. Sodass die permanente Anwesenheit von Pflegepersonal nicht mehr notwendig ist. Aber so an und für sich ist das unschlagbare Wohngegend. Ne? Du kannst laut machen ohne Ende. Die Mitmieter beschweren sich nicht. Was machen eigentlich die Hauskatzen? Wie geht es der hübschen Frau Hoffmann aus dem Nashornhaus? Dies ist eine Geschichte aus dem Nashornstall. Sie handelt von den Nashörnern. Von Geparden. Und seit neuestem auch von einer kleinen schwarzen Katze. Und natürlich von Frank Meyer. Na? Päuschen? Ja, das ist der neue Beschützer des Nashornhauses. Frau Hoffmann. Emma Hoffmann. Wir brauchen einen Hauskatz, haben wir im alten Haus ja auch gehabt, mit Herrn Hoffmann. Bis er dann aus Altersgründen aus dem Dienst ausscheiden musste. Wir haben sonst einfach eine Mäuseinvasion. Ja. Wird mal ein bisschen dauern. Eigentlich hat man ja einen anderthalb Jahre alten graugetigerten Kater bestellt. Der war aber kurz vor der Lieferung leider weggelaufen. Ja, da haben wir das kleine Spaßbündel. Können Sie ja noch nicht auf Mäusejagd schicken. Da frisst ja eher die Maus die Katze als andersrum. So, guten Appetit. Aber irgendwann muss sie dann was tun für ihr Futter. Deswegen früh übt sich. Trainingseinheit, ne? Das Feindbild schon mal mit dazu. Wissen, wo es dann später lang geht. Also die Frau Hoffmann gibt es noch, da geht es auch sehr gut. Die hat eine Zoolotsin, die hier im Zoo arbeitet, zu ihrer Familie gegeben, die einen schönen großen Hof haben. Und da hat sie viel Platz und kann viel Quatsch machen. Also ich habe letztens erst mit den Leuten gesprochen, also da geht es wirklich sehr gut und die entwickelt sich auch sehr gut. Alles super. Wer verfasst die schönen Kommentare, welche vom Sprecher so wunderbar präsentiert werden? Die Texte, die Geschichten, die kommen von den Autoren. Die sammeln da gewisse Themen, wenn sie mit den Pflegern, da erkundigen sie sich natürlich und dann entstehen Geschichten. Und dann schreiben sie auch die Texte auf, aber wie es gesprochen wird, das muss sozusagen mir entsprechen. So nehmen die Leute nehmen mich auch nicht, also die Zuschauer, ihr nehmt mich ja nicht so als Sprecher wahr, sondern als Person auch, die da ihre Bemerkungen macht. Und das ist auch schön. Es wird halt gefeilt, ne? Das ist die künstlerische Freiheit, die er hat. Und ich bin manchmal auch sehr dankbar, wenn er mir in gewissen Situationen hilft, wo ich auch nicht so richtig wusste oder weiß, wie kann ich das so, oder dann frage ich ihn und mit seiner Erfahrung natürlich. Macht mir auch Spaß dadurch. Das sind meine Bemerkungen, die ich von der Seite mache. Ich spreche ja eigentlich so fast vor mich hin. Tada! Wird auch mal nach den abgegebenen Tieren geschaut, die jetzt in anderen Zoos leben, ob es ihnen gut geht? Ja, ein Tier abgeben. Keine leichte Sache für die Tierpfleger.
an manchen, die sie werden und wachsen sahen oder die besondere Zuwendung brauchten, da hängt das Herz umso mehr. Ja, ja, der ist ja liebebedürftig und ganz freundlich. Ganz freundlich. Wir haben schon viele Tiere hier gehabt, die auch weggegangen sind. Und unter anderem auch die Myrte und der Franz. Der Franz ist der Bruder von der Lina. Und unsere Myrte, die haben wir sozusagen mehr oder weniger selber mit großgezogen, weil die Mutter verstorben ist, wo das Tier 2 Jahre alt war. Und da wurde Heike Ziehmutter. Also sie kriegt früh 6:30, dann kriegt sie kurz noch 10:00. Dann geben wir ihr Mittag was, dann 16 Uhr. Und dann der Langdienst gibt dann auch noch eine Mahlzeit. Zwischendurch geben wir ihr ein paar Stückchen Melone. Das schmeckt ihr auch. Also sie hat einen sehr guten Appetit. Also da kann man überhaupt nicht drüber meckern. Also die Beziehung ist schon sehr eng, das ist ganz normal. Also erstmal ist sie zu unseren allen Tieren sehr eng. Dafür sind wir ja Tierpfleger geworden. Und zu so einem kleinen Tier, was natürlich jetzt ohne Mutter aufwächst, ist natürlich die Beziehung auch enger. Frech ist er. Also frech ist er auf jeden Fall. Ansonsten ist er wirklich eigentlich ein ganz lieber Bär. Und die sind dann in Zureine gekommen und circa 2 oder 1,5 Jahre später bin ich hingefahren und habe dann sozusagen den Franz und auch die Myrte besucht. War ein bisschen komisch, ich habe da natürlich gerufen und eigentlich hätte ich von der Myrte gedacht, dass die gleich hier losgetobt kommt und mich begrüßt. Die hatte also dann nur gelauscht und wusste nicht so richtig und die Myrte, wo ist er? Wo ist das? Kommt das Geräusch her? Und ist dann wieder weggetrollert. War schon wieder traurig, während der Franz dann ankam und hat Purzelbäume geschlagen und hat sich da gefreut wie verrückt. Und ja, das war dann schon sehr schön. Ansonsten ist es natürlich schön zu wissen, denen geht's gut. Was wurde aus den Tierpflegern, die den Zoo verlassen haben? Das ist ganz unterschiedlich. Einen jedenfalls hat es in eine exotische Gegend der Welt gezogen. Nach Java, Indonesien. Liebe Elefant-Tiger- und Co-Gemeinde, ganz herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren ETC. Ich war super gerne Teil des Leipziger Zoos und Teil von Elefant-Tiger- und Co. Also die Blaukrönchen, die wir ja hier in der Vitrine haben, die sind typische Regenwaldbewohner. Im tropischen Regenwald, gerade dort in Südostasien, wo die herkommen, da regnet es ganz regelmäßig. Praktisch fast jeden Tag. Das Regenwaldklima hat Jochen Männer nun vor der Haustür. Jeden Tag. Und eine Menge spannender Aufgaben. Heute bin ich ja nun schon seit knapp 5 Jahren raus, lebe auf Java in Indonesien und bin hier Kurator der Friedenskonferenz. Ich kann ja also mit unwahrscheinlich vielen super tollen, vom Aussterben bedrohten Arten arbeiten und für deren Erhalt und menschliche Aufgabe sorgen. Ich bin super stolz, dass ich die Gelegenheit hier habe. Ich bin richtig froh, hier zu sein. Und Leipzig hat mich auf meinem Weg maßgeblich geprägt. Ganz herzlichen Dank dafür. Viel Spaß euch. Das Kunstwerk hat seine Gestalt gefunden. Die letzten Handgriffe. Jörg will natürlich, dass sein Jubiläumsgeschenk perfekt wird. Ich muss mal gucken, wie ich den drauf setze. Das Festmachen ist immer ein bisschen schwierig. Nicht, dass hier jemand seinen Kopf verliert. Das ist unter der Brille. Und fertig. Gut so? Manometer. Mensch, Jörg. So. Christiane, du musst letztendlich jetzt stellvertretend für alle, die am EDC oder an der Elefantik und Co-Sendung arbeiten, das jetzt übernehmen. Okay? Ja. Und dann ziehen wir uns an und dann gehen wir los. Geht klar. Okay? Ja. Super. Bei den Erdmännchen steigt die Geburtstagsparty. Mal schauen, was wir machen. Ja. Na, Baby, so, mach das schick. Okay. So, könnt ihr mit? So, ich geh mal vor. So, mal Eiertanz mit euch, ja? So, jetzt gibt's das noch mal Wanderheuschrecken. Ja, ich weiß, ja, das sieht toll aus, was ihr habt, hä? Das sieht toll aus, hä? Kommt mal hier rüber. Lenkst du sie ab? Ich lenk die jetzt erstmal ab. Lass mal nach oben, ja?
okay? Die ja, Vorspeise. So, siehst du? Ganz toll, ne? Ist lecker, ne? Ja, siehst du. Micha auf der Suche nach weiteren Glasaugen, Spitzohren. Naja, also wir sind ja weiter auf der Spur, was wir hier so, was die hier machen, ne? Diese seltsamen Lebewesen. Und ich glaube, wir können das langsam auflösen. Es geht natürlich um die Sendung. Traust du dich rein, Micha? Ja, hier kann man sich reintrauen, der ist zahm. Also den kennen wir schon, der war schon mehrfach da. Muss man bloß aufpassen, wenn er natürlich in der Arbeit ist und konzentriert ist, erschreckt er auch leicht. Bissig ist er nicht. Was? Scheint so eine Art doppeltes Gehege zu sein. Das machen wir ja auch im Zoo, ne? Dass wir Tierarten, die sich, wo wir nicht wissen, ob sie sich vertragen, schon am Schnüffelgitter zusammenlassen. Das hier ist die Schnüffelscheibe sozusagen. Also wenn er sich jetzt zum Beispiel völlig seltsame Texte einfallen lässt, die Christian gar nicht so sprechen will oder das irgendwie komisch findet, dann kann man, sagen wir mal, diesen Konflikt, ne, diesen körperlichen Konflikt verhindern, indem man da eine Scheibe dazwischen macht. Also die erklären natürlich, dass das was damit zu tun hat, mit Schall und mit Isolierung und so, aber in Wirklichkeit geht es darum, dass hier keine Gewalt ausbricht. Ne? Dass der Redakteur irgendwie andere Vorstellungen hat als der Sprecher, soll ja vorkommen. Und deswegen ist da so eine Trennscheibe dazwischen. Und wenn es funktioniert, also ich sag mal, wenn man da freundliche Reaktionen sieht, also hier wäre es jetzt Lächeln oder so Blick senken, ne, nicht so in die Augen gucken, so, dann das funktioniert ja bei Menschen genauso wie bei anderen Primaten, dass man das ziemlich genau beobachten können, wie die Reaktion ist und welche Reaktion jetzt auf diese Aktion folgt. Und das kann man hier, wenn die sich anlächeln und wenn da so keine Konfrontation, ne, also er reißt sich das Hemd auf und zeigt seine Muskeln und er trommelt sich auf die Brust als alter Silberrücken, ne, dann kann man schon sagen, okay, die können danach auch zusammen Kaffee trinken gehen. Eine sensible kleine Spezies, diese Glasaugenspitzohren. Aussterben wird auch die hoffentlich nicht so bald. Jetzt darf gefeiert werden. 20 Jahre Elefant, Tiger und Co. Uns macht es immer noch großen Spaß, euch Tierpfleger bei der Arbeit zu begleiten. Der Zoo ist ein bisschen zweites Zuhause geworden. Danke euch. Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahre Elefant, Tiger und Co. Und ich denke mal vielleicht auf noch weitere 20, wobei die erlebe ich vielleicht nicht mehr alle mit. Aber sonst habe ich die 20 Jahre. Prima miterlebt. Aber anfangs hatte man vielleicht so ein bisschen Manschetten, so Fernsehen und in der Öffentlichkeit. Schon also eine Kamera in Beobachtung, wo man sagt, okay, ist das alles aufgenommen, wer guckt denn da alles drauf? Ne? Alles Gute zum 20-jährigen Jubiläum zu Elefant, Tiger und Co. Also super Sache und macht totalen Spaß mit euch. So alt möchte ich auch erstmal werden. Otto? Wer hat schon sein Berufsleben im Regal oder in der Mediathek griffbereit und kann gewisse Dinge einfach noch mal in Bild und Farbe nachvollziehen. Es ist verrückt, dass die eben auch so gerne rote Rübe fressen. Ne? Und jetzt wird der Melone aufgekratzt. Die ist morgen völlig ausgehöhlt. Ne? Das tun die alles rauskratzen und fressen was da. Das Schöne in Leipzig ist natürlich bei dem ETC-Format, dass das als einziges Format so aktuell ist. Wir, die Glasaugenspitzohren, freuen uns schon sehr darauf, uns weiterhin an eure Fersen zu heften. Ach, sitzen. So. Feierabend. Mama? Und freitags Elefantigon. Go und das Wochenende kann beginnen. Ja. Oh, sorry. Elefantigon. Go. Ja, in diesem Sinne soll es weitergehen. Jetzt erstmal am nächsten Freitag und dann mal sehen. Ja. Machen Sie es gut. Tschüss. Ja. Ich freue mich. Mal was anderes.